Boah, Hallöchen zusammen, ist mal wieder ich, euer Gartenküchenfuchs. Ich zeige euch heute mal, wie sich die Grünlilien bis jetzt entwickelt haben, die mir von Michis Welt und von Christians Welt zugeschickt wurden. Und es gibt noch ein kleines Bonusmaterial. Lasst mich mal überraschen. Das ist Grünlilien Nummer Uno. Ihr seht, wunderschön gewachsen, kräftig. Also da habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht beim Umtopfen. Grünlilie Nummer 2. Ihr seht auch hier, große, kräftige Blätter sind gewachsen. Wunderbare Pflanze. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Michis Welt und an Christians Welt für dieses wundervolle Geschenk. Okay, Grünlilie Nummer 3 hat noch ein bisschen Rückstand im Vergleich zu den anderen. Aber die war auch am ramponiertesten. Aber auch hier sieht man, es kommen wunderbare Blätter zum Vorschein. Auch die haben das Umtopfen richtig gut überstanden. Hier sind übrigens meine ersten pikierten Tomaten dieses Jahr. Roma-Tomaten sind das. Ja, stehen auch gut da. Hier sind die Bonner Beste. Von 6 Pflanzen haben bis jetzt leider nur 3 überlebt. Aber um die geht es heute nicht. Es geht heute um die Grünlilien. Und ich muss sagen, die sind richtig schön geworden. Sind auch sehr dekorativ hier im Treppenhaus. Ja, das war's auch schon wieder. Das war ein kurzes Video heute. Danke, danke, danke nochmal an Michis Welt und an Christians Welt für diese wunderschönen grünen Lilien. Übrigens, Christian, deine Kerzen sind herrlich. Ich habe jetzt eine abgebrannt, so testweise, aber die anderen sind sehr, sehr, sehr dekorativ und die werden auch nicht angezündet, sondern die werden von mir in Ehren gehalten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Abend, einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Ihr seid die Besten, der Besten, der Allerbesten. Und ja, auch in die Zeiten jetzt gerade nicht die einfachsten sind, macht das Beste draus. Macht's gut, also wieder jetzt, ciao, ciao, Shalom und goodbye. Ich verabscheue mich.